Pustertal ganz nah. Interessante Menschen, interessante Bilder, interessante Geschichten. Sehen Sie heute. Ein Besuch auf dem Katharinenmarkt in der Ortschaft Mühl in Taufers lässt uns erfahren, welche Bedeutung dem Markt einst zukam, wie es gelungen ist, dem Marktgeschehen neues Leben einzuhauchen und mit welchen Besonderheiten der beliebte Markt heute aufwartet. Und die Stube im Gardatal. Warum die Stube über Jahrhunderte hinweg der Mittelpunkt des häuslichen Lebens war und welche Bräuche und Gepflogenheiten sich im einzig beheizten Raum des Hauses abgespielt haben. Er hat Tradition, eine lange Geschichte und zieht mit der Präsentation von alten Handwerks- und Wirtschaftstechniken, bunten Marktständen und allerlei köstlichen Spezialitäten aus der Bauernküche jedes Jahr aufs Neue zahlreiche Besucher aus nah und fern in seinen Bann. Gemeint ist der sogenannte Katharinenmorscht, der, wenn man so will, auch als der kleine Bruder des bekannten Stegener Marktes bezeichnet werden darf. Alljährlich wird er rund um den 25. November in der kleinen Ortschaft Mühlen in Taufers abgehalten. Also, ich war Dreifest München Oktoberfest, Steger Morscht und Katharinentag in Mühlen. Das sind die drei Feste. Und ich habe schon was gesehen, ein bisschen von der Welt. Und wenn jemand ein altes Handwerk sehen will, dann muss er Mühl Katharinentag. Sie haben sicher, wie man noch früher gearbeitet hat. Ich bin heute das erste Mal da, weil normalerweise ist es bei uns in die kalt. Da muss ich arbeiten, da muss man sich tun. Und heute komme ich und ich sehe schon, da kommt man her. Freunde, dumme, dumme Freunde als Freunde. Das ist ja bärig, unmöglich bärig. Und kalt ist auch nicht heute, heute ist ja perfekt. Ja, ich muss da erst einmal runtergehen, wo ist ich? Also da fällt ich gleich viel Leute sein, als wir auf der Expo in Mailand, da bin ich gewesen, weil man muss durch da wieten, da dumm und um und die sehe ich da auch Speck und Zeug und Leid. Wahnsinnig, da sperre ich. Bis ins frühe 17. Jahrhundert lassen sich die Ursprünge des urigen Marktes zurückverfolgen. Zu jener Zeit begann Mühlen in Konkurrenz zu den Märkten von Sand am Katharinstag einen Jahrmarkt abzuhalten. Anlass für diesen besonderen Festtag gibt, wie der Name schon verrät, die heilige Katharina. Vor 900 oder noch mehr Jahren stellten die Mühlener ihr Dorf und die Kirche am westlichen Rand des Tauferer Bodens unter den Schutz der Heiligen mit dem zerbrochenen Rad. Einst wie auch heute noch beginnt das Markttreiben mit dem Katharinenkirchen um 9 Uhr. Denn so sieht es die im Jahr 1678 vom Pfleger von Taufers erlassene Marktordnung vor, die stets zu Marktbeginn am Vorabend des Katharinenmarktes verlesen wurde. So soll allen und jedem nach dieser erlassenen Marktberufung, aber nicht vorher und morgen, auch erst nach abgelaufenem Gottesdienst, erlaubt sein, zu kaufen und verkaufen. Jedoch jede Ware um ihren tatsächlichen Wert ohne Falschheit oder Betrug. So wird auch alle falsche Waage oder Maß sowie aller Auflauf bei Straße an Leib und Gütern hiermit verboten. Insgesamt 2 Tage und 2 Nächte dauerte der Jahrmarkt in früheren Zeiten. Anzutreffen waren auf dem Markt aber nicht nur Bauern. Auch Mägde und Knechte nutzten die Gelegenheit des Bauernfeiertags, um sich auf dem Markt für die bevorstehenden langen und kalten Wintermonate mit Vorräten einzudecken. Früher waren die Bauern einmal klar, den Katharinentag oder halt die Markttage gehabt, wo sie Stoffe und anzulegen und das alles gekauft haben. Und deswegen früher war das einer von den größten Bauernfeierstigen bei uns da. Besonders für den Handel mit Kälbern, Schafen, Schweinen und Rindern hatte der Markt einstmals große Bedeutung. Heute sind Esel, Kälber, Schafe und dergleichen zwar auch noch anzutreffen, gehandelt wird mit ihnen jedoch nur mehr selten. Vielmehr stellen sie für die jüngsten Marktbesucher eine Attraktion per se dar. Auch das gegrillte Fackel ist fixer Bestandteil auf der Speisekarte der Marktbetreiber. Obwohl niemals vergessen und in den Herzen der Mühlener Dorfbevölkerung fest verwurzelt, drohte der Markt mit Einzug der Moderne beinahe zu verkümmern. Einigen rührigen Mühlenern ist es letztlich zu verdanken, dass dem Traditionsmarkt vor etwas mehr als 1,5 Jahrzehnten neues Leben eingehaucht wurde. Also gestartet sind wir ganz klein.
wo Freunde von mir und ich und mein Bruder mit, als Geschäftsmann und wirklich mit drei Ständlern, wir sind fast ausgelacht worden. Und dann sind vor Jahren, man gesehen hat, wie das gewachsen ist, andere Leute dazugekommen, da hat sich auch Kotreinerverein gebildet, die recht traditionell unterwegs sind auch und viel vor den Markt dienen. Und so mittlerweile melden sich noch auch die Handwerker, die heimischen Käseproduzenten, die Drechsler, wie man sieht, Korbflechter, die alle das Gefühl haben, da irgendwie mitmischen zu müssen. Und ich bin natürlich heilfroh. Das ist ein traditionelles Handwerk. Die Leute suchen das wieder viel mehr. Und so ist das halt 2 Jahre langsam gewachsen. Heute wird das Fest nur mehr einen Tag lang gefeiert. Aber auch wenn sich im Laufe der Jahre so einiges verändert hat, ist der zwar kleine, aber sehr feine Jahrmarkt aus dem Veranstaltungskalender der Ortschaft Mühlen nicht mehr wegzudenken. Gefragt sind dabei nicht Masse oder Kasse, sondern eine urige, überlieferte Stimmung mit einem starken Hauch von Nostalgie, Geschichte und Tradition. Diese Werte spiegeln die Marktbetreiber in ihren auf dem Markt gezeigten Tätigkeiten in mannigfaltiger Hinsicht wieder. Trägele hacken, das haben sie früher getan. Nicht? Da haben sie die, so haben sie früher die Trägele angemacht, nicht? Mit nurigem Werkzeug. Haben sie das so ausgehöhlt, das befrieren halt. Nicht? Und das sind wir heute. Und ich mache da ein bisschen Mais. Wichtig ist heim beim Melken Mais, dass man ganz einen guten Butter hat. Einen guten Bauernbutter, weil es ist funktioniert. Danach braucht man ein bisschen Milch, ein Mehl und ein Salz. Und mehr braucht man nicht. Und dann gibt es ganz ein gutes Melchermus. Der Melchermus ist ganz etwas Gutes. Das haben sie gerne für die Alpen früher gemacht. Und kommt jetzt eigentlich bei den Leuten ganz gut an, weil sie es daheim ganz wenig machen. Und so wie anno dazumal wird auch heute noch auf dem urigen Markt eifrig gefeilscht, gekauft, verkauft, geschaut, getratscht und gar so manch neue Bekanntschaft geknüpft. Das ist eigentlich viel. Das sind viele, was sie sich gegenseitig kennengelernt haben. Wenn ich zurückdenke auf meinen Großvater, das war auch, da war die Großmutter war dahinterst in Lappach. Und mein Vater war auch so wie ein Luftkuss, da habe ich gesehen, auf einem Stand, da sagt er, mein, bist du ein Schneidiger, von wo kommst du her? Da sagt er, ja, von Lappach. Da sagt er, du, die kaufe ich einen Schuppen. Weißt du, das war ein Mieder. Und das war am 25. November und am 20. Jänner haben sie noch geheiratet. Da soll ich da im Wild bleiben und haben wir wie momentan ist und jetzt auch jetzt auch nicht, muss man wirklich sagen, das ist ein richtiger Markt, gegenseitig kennenzulernen und wieder einmal einander treffen, was vielleicht 10 Jahre, heute einen Mensch treffen, was ich 10 Jahre nicht mehr gesehen habe. Da sagt er, ja Mensch, letzte Woche. Und ich sage, ja, man ist Unkraut verdürft. Und ich sage, und es nur der Stürpet nicht. Ja. Wie es der Name schon verrät, haben die zahlreichen Mühlen dem Dorf seinen Namen verliehen. Hauptsächlich waren es Kornmühlen, Sägemühlen und Kunstmühlen. Auch ein Boxele-Mehlstampf war Teil der Mühlenlandschaft. In ihm werden die aus Apulien eingeführten Früchte des Johannisbrotbaums auch heute noch zu Mehl gemahlen. Aber der Stampf ist halt, was ich weiß, ist in der 4. Generation. Wir haben damals hinter der Tafel haben wir schon einmal einen Schriftzug gefunden, was 1800, etwa 20 umeinander gewesen ist. Aber seit alter Uropas Menschensgedenken, sagen wir so, ist halt das da. Da in der Mühle oder Stampfe halt, wie gesagt, allem schon böckseln gestampft worden ist. St. Kathrein stellt den Tons ein, so heißt es im Puschtrau Volksmund. Der überlieferten Tradition entsprechend klingt der Kathreinemorsch in den zahlreichen Gasthöfen und Barbetrieben der Ortschaft mit viel Musik an Tanzel und Gesang aus, bis ein Jahr später wieder zum geselligen Treffpunkt geladen wird. Und gleich bei Pustertal ganz nah, die Stube im Gardatal. Warum die Stube über Jahrhunderte hinweg der Mittelpunkt des häuslichen Lebens war und welche Bräuche und Gepflogenheiten sich im einzig beheizten Raum des Hauses abgespielt haben.